Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in den Vereinigten Staaten, Kentucky, um genauer zu sein, in der Distillery Wild Turkey, aber nicht vom Wild Turkey. Ich erkläre gleich. Vom Campari. Campari hat etwas gemacht. Es heißt tatsächlich hier The Whiskey Baron Collection. Es gibt insgesamt vier bisher davon. Es gab Nummer 1, die Old Rippy. Lecker ohne Ende. Batch 1. Wenn es Batch 1 gibt, irgendwann vielleicht gibt es Batch 2. Denn hier von Bond and Lillard. Kentucky Straight Bourbon Whiskey ist das Batch 1. Und gleich danach kam Batch 2. Und dann der vierte Abfüllung bisher war ein WB Saffel, von dem ich nie bisher was gehört habe. Und ich muss ehrlich sagen, bisher habe ich auch von Bond und Lillard auch noch nichts gehört. So, was wir haben ist, Campari möchte gerne dort, im besonders in den Vereinigten Staaten und Neuseeland, aus irgendeinem Grund, warum auch Neuseeland, dort waren die zwei Länder, in denen das verteilt worden oder distributed. Wollen sie dort versuchen, tatsächlich ein bisschen der Prä-Vor-Prohibitionszeit, die Gründe, die Baronen von der Whisky-Welt, bevor der Prohibition alles auf den Kopf gestellt hat, ein bisschen her zu würdigen. Und jetzt haben wir einen Mann namens John Bond, also nicht James Bond, 007, sondern John Bond. Und er gründet nachher zusammen mit einer gewissen LL oder CCL? Ich kann mein eigenes Schrift hier nicht lesen. So, wir nennen ihn einfach mal Mr. Lillard in 1869. Und dann, das ist der, irgendwie ein Schwiegersohn war das, wenn ich es richtig jetzt hier alles gelesen habe. Und daraus entstand Bond und Lillard. Lillard. D, nicht DT. Und die wurden eingeladen 1904 zu der World Fair, also der Weltausstellung, nach St. Louis. Und dort haben sie einen Preis gewonnen für ihr Whisky, weil der war so schön. Und anhand von dieser Tasting Notes aus dem Jahr 1904 hat Campari tatsächlich hier diese Whisky nachkreiert. Whisky Base Nummer 93163, Batch Nummer 1 habe ich. Wie ich sagte, es gibt auch Batch Nummer 2. Das ist tatsächlich eine 375 Milliliter Flasche, also eine halbe Flasche. Und die kostet $50. Ich habe mehr bezahlt, denn ich habe das durch eine Auktion aus England gewonnen und mit dem Versand und bla bla bla. Was haben wir hier drin? Wir haben tatsächlich mindestens 7 Jahre alte Whisky hier drin. Und das Besondere, ein Moment, ist, diese Whisky wurde kälteverdreht. 50% Alkohol bei Volumen. Jimmy und Eddie Russell waren nicht involviert da drin, also bei der Batch Nummer 4 angeblich schon ein bisschen mehr, aber hier nicht. Das hat Campari gemacht und die haben tatsächlich nur der Whisky hier von Wild Turkey genommen. Naja, wie ich gesagt habe, durch eine Auktion habe ich das hier gewonnen. Ich werde das irgendwann reintun, auch in meine Flaschenteilungen. Da gibt es unten einen Link zu einer WhatsApp-Gruppe. 256 Leute können dabei sein. Zu Zeitpunkt der Video, wo ich das hier drehe, sind die Hälfte aller Plätze schon voll. Das ist schon krass. Die Flasche hier habe ich vom David bekommen. Danke, ich werde deinen ganzen Namen nicht hier nennen. Der ist Campari Ambassador und das ist echt schön. Der hat das in den Vereinigten Staaten selbst mitgebracht. Ich finde diese Flasche echt toll. Also, das hat, cool, das hat wirklich Kanten, das hat hier was. Das ist irgendwie wie eine, fast wie ein Molotow-Cocktail, den ich hier werfen will. Sch, tu das nicht. Das rutscht aus der Hand und das ist einfach nur alles rund und sieht ein bisschen wie eine Granate aus und so weiter. Also. William F. Bond and Christoph C. Leonard in 1800, ja, das Christoph, es war doch CC, hat in 1869 tatsächlich eine Partnerschaft sind eingegangen, um diese goldene, delikaten Stil von Kentucky Whiskey oder Kentucky Bourbon herzustellen. Es hat the Grand Prize in 1904 dort in St. Louis an der Weltausstellung, the World Fair, gewonnen. So, meine Nase sagt mir, meine Nase sagt mir Jack Daniels. Ah, meine Nase sagt mir Jack Daniels. Das ist natürlich hier diese Kohle, diese charcoal filtered, also Kohlefiltrierung. Man nimmt einfach
Holzkohle, meistens ist es Ahorn, und dann man macht daraus dann die, wie bei Briketts, wie auch immer, und man lässt diese durch Aktivkohle einfach durchfiltern. Dadurch sieht man alles Mögliche aus dem Whisky heraus. Wer das ist, das ein Kentucky Wild Turkey? No. Das Gute hier ist praktisch das krasse Unterschied. Er ist nicht kälteverdreht. Das heißt, es hat keine Kohleverdrehung. Es hat alles drin, wie Gott den so wollte und wie der Fass den so hergab. Es war ein bisschen mit Wasser verdünnt und ein Sieb und so weiter, ein bisschen der Partikel rauszukriegen. Aber die ganze fettige Säuren, die ganze schöne Esters, die ganze schöne Geschmacksträger sind alle da drin. Der hat zwar 52% und deshalb wird er nicht trüb, der hat 50% und damit ist er immer noch sehr gut, aber die wollten was Mildes, was Weiches, was sehr, sehr, sehr golden delicate ist. So, ja, also wenn ich wirklich nicht besser wüsste, würde ich sagen, das ist hier tatsächlich ein Jack Daniels. Das hier nicht. Und ich schwöre euch, da ist in dem Mund, also durch diese Nicht-Kälteverdrehung, ist das ein bisschen dickflüssiger, ein bisschen fettiger, ein bisschen schöner. Das ist ein bisschen dünner. Das ist da, also die Viskosität ist da tatsächlich. Oh, da könnt ihr, kann ich das in der. Ach. Also es ist echt schon schön. Die Tropfen bleiben oben, gehen gar nicht runter. Hier laufen sie schon. Also, das ist schon ein Zeichen dafür. Da fehlt was. Der bleibt süß, aber da fehlt was an Holz, da fehlt was an Zucker, da fehlt was. Ja, ich möchte doch gerne einmal mal experimentieren. Und deshalb hole ich mir doch eine 50%ige Jack Daniels aus meinen Reserven hier. Das ist tatsächlich ein Bottled and Bond. Das sollte eigentlich ein Travel Retailer sein. Mindestens 4 Jahre alt, genau 50% und so weiter. Matured in barrels of our own making and charcoal mellowed drop by drop. Und darum geht es jetzt hier, dass man tatsächlich diese Kohleverdrehung, nicht Kälte, sondern tatsächlich ein Holzkohle, wurde das hier durchgejagt. Und ich habe das Gefühl, also ja, das kommt hier aus Tennessee, ja, das kommt hier aus Kentucky, aber mein Bauch sagt mir, und die werden ähnlicher sein als die beiden. Also ich persönlich finde es toll, wenn ich 3 Flaschen auf meinem Tisch habe. Ich weiß noch, einige meiner ersten Zuschauer haben gesagt, Jason, das machst du verkehrt. Also ein Whisky, das alles und so weiter. Und ich bin immer am Spielen, immer am Vergleichen und so weiter. Mein Stil, okay? Also meine Vergleiche finde ich gut und werde ich auch weiterhin auch dann so machen. Und das Zweite war, die größte Ehrung, den ich hatte im letzten Monat, war tatsächlich, hat jemand einfach mal eine Tasting Note an irgendwie bei The Whiskey Group oder irgendwo bei Facebook gepostet und sagt, ich weiß, ich sollte eigentlich eine sehr eloquente Sache hier haben, aber in Ehren von Whiskey Jason und noch jemand, das ist eine Bababa in Bababa in Bababa Boom. Und ich dachte, ja, also eine ganz, ganz präzise, aber gute Beschreibung mit Whisky, Verkostungsnoten, die man in viele Bücher nicht findet. Und das finde ich gut. Also einfach mal authentisch sein. Das ist mein Wunsch, denn auch bei Whisky. Yep. Und das ist das, was ich hier liebe. Also das, was ich manchmal liebe, ist auch immer, nope, da bin ich absolut daneben. Auch das finde ich genial. Wenn ich denke, mein Gedächtnis ist so gut, dass ich die nochmal rausziehen kann wie eine Schublade und sagen, identisch ist nicht, manchmal sind die schon. Lass uns sehen, ob die geschmacklich ähnlich sind. Und das ist schon die Frage, was macht dieses Charcoal Filtering her? Ich versuche etwas zu vergleichen, ja? Es gibt Brillen, auch gelbe Brillen, auch Jäger benutzen sie sehr gerne. Und die filtern ein ganz bestimmtes Lichtspektrum raus. Und das ist das, was es hier tut. Es filtert etwas raus, was eigentlich mit darin gehört, finde ich. Ja?
Wobei Jack Daniels Single Barrel genial. Also, ich will nicht an Jack Daniels herumreiten, ja. Also Single Barrel absolut toll. Rye von Wood von Jack Daniels. Muah. Also göttlich fast. Sehr gut. Besser. Älter, weicher, runder, ein Tick süßer. Hier merkt man die Jugend noch drin. Der hat ein bisschen Biss. Obwohl da ist nicht ganz so einseitig. Also der hat mehr rausgefiltert, finde ich, als hier. Und die wollten einen Whisky ganz genau haben. Die wollten ganz genau diese Sache haben mit. Wie heißt das hier? So, Golden Delicate Style. So, was ich noch nicht gemacht habe, ist ein bisschen mit Wasser zu planschen. 50% ist was. Ich werde ein paar Tropfen da rein tun und schauen, was da passiert. So. Ja, ich habe irgendwann mal mein Ding hier geklaut. So, eins, zwei, drei. Kinder, macht das zu Hause so nicht, ja? Also nehmt einen Teelöffel oder Pipette und macht das da rein. Der Finger kann natürlich schmutzig sein. Ich habe sie schon heute einmal vor einer Stunde war ich auf Toilette und habe meine Hände schön gewaschen. Also von daher kann ich das mit gutem Gewissen hier machen. Oh, der wird ein bisschen fruchtiger. Schön. Trotzdem bleibt der. Ah, nee. Nee, da kommen ein paar Tannin hoch und ein bisschen Holz mehr. Nee, möchte keine Eichenbombe heute haben. Gut. Ohne Wasser ist da, wie ich das beurteilen werde, der kriegt einfach eine solide 3. Der übrigens war ein 1 minus minus bzw. 2 plus plus, 2 plus plus plus, absolut hervorragend. Leider, der Bond und Lillard ist nicht ganz so meine Welt. Auch vom Flaschendesign ist es nicht ganz so meine Welt. Schmeckt trotzdem besser als der Jack Daniels Bottle und Bond. So ist das. Preislich $50, $100 für eine ganz große normale Flasche. Also vier Leute, nein, kauft es euch nicht. Wenn ihr im Urlaub geht, vielleicht ist Batch 2 besser. Ich weiß es nicht. Batch 1 ist einfach nicht meine Welt. Coole, coole Sache. Also interessant, dass es steht hier: der gemeinsame Zuversicht ineinander und das ist Gericht und Integrität steht hier drauf. Link the hearts of these two sturdy men. Also Gericht und Integrität haben die Herzen dieser beiden bodenständigen Männer zusammen verbunden. And then real delicacy of flavor. Beauty in the sparkle, superiority in strength. It bears no equal. Und das war auch interessant. Hier unten stand immer wieder, es gibt nichts Vergleichbares. Ja, es bears no equal. Es gibt nichts Vergleichbares da draußen. Damals, vielleicht hat er recht. Das war das Jahr 1904. Das war 1969, wo er seine Distillerie angefangen hat. Vielleicht damals war das schon das Null plus Ultra, was man hat. Hier muss ich sagen, der Nachältere gefällt mir besser. Gut, Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Meine Flaschenteilung-Gruppe bei WhatsApp habe ich unten erwähnt. Auch da unten die PDF für meine Link dazu zu meiner Sample-Liste bei meinen 300 offenen Flaschen habe ich auch schon mal erwähnt. Könnt einfach jederzeit mich anschreiben, Whisky Jason, ein Wort, at gmail.com. Da werde ich euch auch danach versuchen zu beantworten, eure Fragen oder ihre Interessen oder ihr was auch immer. Und jeden Tag um 17:30 Uhr seht ihr diese Videos und am Sonntag habt ihr um 21 Uhr tatsächlich einen Livestream hier mit mir und irgendeinem Gast. Und ich freue mich auch die Interaktion mit euch. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss.